Ihr könnt Mr. Kipling jetzt zurückbringen. Mrs. Chesterfield ist gerade nicht da. Mrs. Chesterfield, Sie sind ja doch hier. Wer will mir aus dem Weg gehen? Ziemlich jeder, der hier lebt. Sie machen den Leuten Angst. Kein Weihnachtstrinkgeld mehr. Ich sag dir mal was. Wenn die Vorsitzende der Eigentümergesellschaft etwas von dir wissen möchte, dann antwortest du. Was ist hier eigentlich los? Oh, im Grunde gar nichts. Und es hat schon gar nichts mit einer Riesenechse zu tun. Kaltblütiges Reptil, das auch noch hier im Haus lebt. Wieso nicht? Sie leben doch auch hier. Suri, also das war gar nicht nett. Hey, aber gedacht haben es doch alle. Hi, ich bin Jessie und das ist mir egal. Okay. Es ist nicht gestattet, Riesenechsen in diesem Gebäude zu halten. Toni, hilf mir. Oh, du solltest mich um die Taille fassen. Ach, lass mich runter, du charmanter, jugendlicher Höhlenmensch. Wow, das war ja unhöflich. Bitte, Mrs. Chesterfield, lassen Sie mir bitte mein Haustier. Reptilien sind bestimmt keine Haustiere. Aus diesem Material fertigt man Gürtel und die dazu passenden Stiefel an. Die falsche Leine gegriffen. Oh, tatsächlich. Danke für diese Aufklärung, Bessie. Oh, mein kleiner Susi. Oh, komm zu mir.